Ein LKW ist verunglückt, Fahrer eingeklemmt im Führerhaus, die Ladung droht auszulaufen. Wenn eine solche Meldung die Feuerwehr erreicht, dann heißt es für die Männer schnell an den Unglücksort und schnell und präzise arbeiten. Doch das müssen die Feuerwehrleute natürlich immer wieder üben und das ist ein Riesenproblem. Jedes Mal die Sorge, nicht schnell genug an den Fahrer heranzukommen. PKW aufschneiden, das trainieren sie auf Schrottplätzen. Doch ausgemusterte LKW zum Üben, die fehlen. Denn die landen als Ersatzteillager in Osteuropa. Ja, es ist viel versteifteres Material als ein normaler PKW. Sind ganz andere Massen auch, alleine was den Tank angeht, was vielleicht auch die Ladung angeht. Sind also ein paar besondere Gefahren gegenüber einem ganz normalen PKW-Unfall. Jetzt könnte es Hilfe für Torben Struck und seine Kollegen geben. Ein mobiles Übungsfahrzeug. Es kann zur Rettung des Fahrers zersägt, aufgedrückt und geöffnet werden. Außerdem können die Feuerwehren trainieren, einen leckgeschlagenen Tank abzudichten. Ist die Übung vorbei, werden die zerstörten Teile ersetzt und alles kann von vorne beginnen. Durch die Übung sollen Feuerwehrleute am Unfallort sicherer werden. Ist man natürlich sehr aufgeregt und versucht natürlich, so gut wie möglich keine Fehler zu machen. Und da hilft im Wesentlichen nur die Ausbildung im Vorfeld, dass man eigentlich auf alle Situationen gut vorbereitet ist. Am häufigsten sind Auffahrunfälle, bei denen die Fahrer eingeklemmt werden. Eine LKW-Tür wiegt 80 Kilogramm. Wer den Ausbau nicht geübt hat, könnte am Unfallort eine böse Überraschung erleben. Vor allem müssen die Feuerwehrmänner wissen, an genau welchen Stellen sie ein zerquetschtes Führerhaus aufschneiden können, damit es sich auseinanderdrücken lässt. Später im realen Einsatz kann man sich diese roten Stellen wieder vors Auge führen und sieht dann am Objekt dann direkt, wo man schneiden muss. Mediziner sagen, dass der Fahrer spätestens nach einer Stunde befreit sein muss. Schwere Verletzungen können nur außerhalb des LKW behandelt werden. In dieser Übung ist alles nach einer knappen halben Stunde geschafft. In meinen Augen ist das ein sehr wichtiges Utensil, um das zu üben. Haben wir festgestellt, dass man da natürlich eine Sicherheit bekommt als Feuerwehrmann und dementsprechend macht es Sinn, damit zu üben. Knapp 2000 Euro soll ein Tag mit diesem mobilen LKW-Simulator kosten. Torben Struck und Florian Erich hoffen, dass viele Gemeinden Geld zusammenlegen, damit die Männer der Freiwilligen Feuerwehren daran üben können, Menschenleben zu retten.